Willkommen zurück zu einer neuen skriptreichen Folge Party Animalus mit einem Mann, der auf einer alten digitalen Chibo-Uhr spielt. Kreis. Chibo-Uhr? Kennst du nicht Chibo? Ja, ja, doch, klar. Die haben alles. Hersteller da oder was die da. Ja, ja. Aber da gibt es ja alles. Kannst du sogar. Ich habe mal da ein Zelt gekauft. Weißt du? Ja, da kannst du alles kaufen. Auch Scripts für Party Animals. Kaffee und Scripts, kennst du nicht? Ja, doch, da hängen so Karten im Regal, wie hier so Netflix-Abo-Karten und sowas, weißt du, mit so Ruppel-Codes für Scripts. Scholz mal wieder, aber schon lange, lange nicht mehr. Ja, ne, so ein geklappter Augenmann. Boah, in der letzten Runde wurde ja richtig Script-Walk gemacht, ne? Und der eine hat halt nichts gemacht und hat gewonnen. Das ist the power of Scripts. Einfach rumstehen, warten, bis seine Armee aus Bots uns besiegt. Ja. So, jetzt aggressiv rübersprengen. Jetzt kann ich. Hä? Alter. Sprengt mich, ich bin drüben. Schieß mich direkt rüber mit den drei. Ja, wir legen noch was rein. Guck mal, er geht auch noch mit. Caritas. Die Katzenhelferorganisation. Oh mein Gott. Oh. Alter, die entschärfen wie Profis. Boah. Aber es hat geschmettert. Achtung, es kommt rüber, es kommt rüber. Mist, eine können wir nicht verhindern. Ich nehme alle mit, aber ohne Bomben. Achtung, da kommt eine ganze Bande. Alter, ich ist hier nicht reingeschissen. Team Caritas? Team Katz Caritas. Habt ihr Bomben? Zieht an dem Ding. Zieh einfach. Zieh. Boah, Alter. Da ist alles rübergeflogen, ey. Bomben, Menschen, Katzen, Hunde. Aber das war heftig. Eine konnten sie nicht entschärfen. Achtung, die schießt zu uns. Oh, viel. Im Notfall springen wir denen ins Wasser. Alle raus. Nice. Bringt mich rüber. Ich stehe schon drin. Ich hab zwei dabei. Ja! Wie sie ins Wasser springen, um die Explosion zu verhindern. Ah, Mist, aber bei uns explodiert auch was. Was? Eine ist irgendwie rausgeglitschelt. Boah! Kommt wieder. Ich komm nicht hoch. Okay, ich hab zwei. Zieh einfach. Ist egal, eine liegt noch drin. Ja. Da kommen ja noch welche. Ja, ich hab nochmal nachgeschickt. Ah, ich schmeiß die schönen hoch an die Wand. Ja! Das war Speed. Das war Trebuchere Danzen. Man muss richtig aggressiv trebuchen, ne? Ja, man muss aggressiv trebutschen, das bringt sonst nichts. Die Chibo hat's gerissen. Habt ihr ja gesagt, installierst auf der 1990er Fake hier, wie hieß sie damals? Die haben doch so eine ganz legendäre Uhr gemacht, wo. G-Shock? ABG? Nee, aber die hatten auch alle. Ich hatte auch eine, aber als dann alle Baby Rolex, G gekauft genau, haben. Eine Rolex haben die gemacht. So eine Fake Rolex, da wurden sie doch sogar verklagt. Ging doch ewig lang. Glaube ich, bis gestern der Prozess. Ich hatte G-Shock. Ja, G-Shock, ja, das, ja, die gab's auch noch. Alter, ja. Es wird wahrscheinlich wieder so ein. Oh, Gator oh, kommt. Es wird Gator? Es wird Gator, es ah, wird aber in letzter Gator. Sekunde wurde nochmal aufs Band gevotet, aber anscheinend wollen die Leute Gator Redemption. Haben wir da nicht eine 3-0er Gator-Aktion gemacht in der letzten Folge? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon, Wo Bubba irgendwie dann gesagt hat, jetzt will ich Hass? Ne, den haben wir bei Broken Arrow irgendwie, glaube ich, rausgescriptet. Da hast du dich mit deiner alten Casio, hast du dich da in seine Flickflack gehackt? Mit deiner Yps-Heft-Uhr
Mit deiner Burger King Jurassic Park Kinouhr hast du dich da reingehängt? Die hatte ich damals mit so einem Deckel zum Hochklappen. Was nehmen wir dann? Hm, die hier hatten wir auch schon lange nicht mehr. So ein Erforscher. So ein Erforschmeister. Ja, das passt auch gut eigentlich. Bei so ein Paläontologen. Oh, da ist eine Schaufel. Kommst du wieder? Ja, irgendwie so halb. Boah. Hier, die Katze weg, genau. Da liegen Chucks. Nutze die Macht. Alter, die Vogel-Barbie ist aggressiv. Achtung, ich komm rein. Vogel-Barbie, was? Bird-Barbie. Wo kam der Hase her? Der war im Wasser und hat... Boah, Alter, hast du den Uppercut gesehen? Wo kam dieser Hase her, Alter? Ja. Jetzt. Der war richtig lange draußen, hat's aber wieder reingeschafft. Junge, Alter, die Paläontologen. Auf der Zunge des Alligators. Die Vogel-Barbie. Ja, der heißt doch so, oder nicht? Ey, was hat der Hase denn für ein Aua! Problem? Warte. Oh, die ist böse. Die ist böse. Böse Bombe, Alter. Alter, boah! Das hier, boah. Aber Vogel Barbie kommt wieder rein. Hier. Aber sie schwimmt immer noch. Boah! Was war das? Alter! Die Feuerkugel, ich war wie ein Komet. Der zweimal einen schlägt. Boah. Aber da kommt sie nicht raus, Alter. Die mit ihrer Barbie-Vogelkraft nicht. Mit ihrer Barbie-Vogelkraft. Halb Barbie, halb Vogel. Boah, jetzt wird richtig mich reingekrätscht. Boah, da gibt's mir auch noch einen mit. Jeder kriegt mal einen. Boah, den Hasen habe ich am Boden noch. Scotty, boah, Alter, was ist mit Scotty los? Wo kommen die auf einmal alle? Die waren hier hinten noch an der Birdie Bridge. Oh, Scotty. Scotty hat's voll auf mich abgesehen. Das ist der Freund von Vogel Barbie. Ey, die Ente habe ich jetzt schon so oft rausgeworfen. Scotty! Ist weg. Vorsicht, Gelb macht hier einen auf richtig Sweat. Boah, Gelb ist weggeflogen. Zurück zu seinem Todesstern. Zurück zu seinem Todesstern. Achtung, der Hase ist so ein Survivor. Boah, ich lieg hier und jetzt kommt die Spülung. Oh Gott! Spülung! Oh, boah. Whoa. Oh, ich lass mir richtig den Sack spülen. 3-0 Gator, Alter. Die Gator Redemption. Auf der alten Casio. Auf der alten Casio spielt sich's einfach am besten. Ich kenn doch nichts über eine alte Casio. Mit Silberarmband. Und Rechenfunktion. Bist du schon fast James Bond, ne? Ja klar, Mission Impossible. Alter, dieser Imn und Kitty, die waren richtig am Stressen. Ja, aber hier, die Vogel-Barbie. Girlie Barbie, Alter. Zusammen mit Scotty. Ist nicht mehr Barbie und Ken, es ist Birdie und Scotty. Alte Burbutschka. Das wird ein Arrow. Ja, die Leute wollen fliegen. Die Leute die wollen den Arrow. Milen. Ja, die wollen den Arrow. High Mile. Ja, die Casio sorgt für Stress jetzt in der Szene. Das sehe ich jetzt schon. Birdie Barbie auf die Boden. So dumm, Max. Ja, da haben wir einen Wirbel gemacht in Hollywood. Wir hatten schon lange keine Hasen mehr, ne? Wir spielen sehr wenig Hase. Alter, so ein Braun, so ein Schmuddelhasen? Was ist denn Braun! Nee. Guck, ich habe aber den ja auch mit so einer besonderen weißen Gesichtsbeschichtung. Oder was? Warum hab ich den? Nee.
Nein, hab ich nicht. China Skins. Hast du den? Ja. Klar. Dann nehmen wir halt den Verstrahlten. Guck mal wieder, ey, was? Der will sich einmogeln in unsere Hasengang da hinten, aber den hat er nicht. Den hat er nicht. Er hat eben gerade durchgeguckt, ob er den hat. Ja, hat er nicht. Das ist jetzt auch so eine Taktik, ne? So, sich in unser Team einschleichen zu wollen. Alter, was stimmt mit hier dem Krokodil nicht? Vorsicht vor diesem blauen Krokodil, das ist richtig asozial. Big Chopper, Alter. Was raus. Der ist runtergelaufen einfach. Ja, wenn die Scripts halt too strong sind, ne? Das ist wie wenn du bei so einem Spiel den Speed-Modus reinmachst und nicht realisierst, wie schnell der Speed-Modus wirklich ist. Ja, ja. Alter, bist du noch am Leben? Ja. Oh, da war ein Slipper. Ich bin aber nicht hier. Boah. Warte. IMN, ist das die Abkürzung für Immun? Ja, Mann, ja. Moonwalk Rabbit! Vorsicht vor Script Chopper. Ja, der gibt nämlich direkt so Kanonenpunches. Alter, ja, Script Chopper ist richtig. Ne, boah, der ist richtig übel. Der spielt auf Script, aber wie? Boah. Ach, da liegen Chucks. Ja, aber, oh. Ich kann sie nicht aufheben. Ach, nur der andere macht hier Script Chucks. Script Tricks mit seiner Eiskanone. Oh, was? Alter, weißt du... Ja, die sind auf Script, die beiden. Die sind auf Script, die beiden. So ein neues Zeug. Ich sag dir, der Chopper, der scriptet. Hör mal, ja, ja, das ist so ein Aim-Script. Ja, oh, okay, dann, das ist Emoji, jetzt macht er Emoji. Steht das für Aim. Na, hat er schon wieder gemacht. Boah, Alter. Drei Leute sind weggeflogen von der Faust. Bist du tot? Ja. Ganz tot. Boah. Was ist denn mit der Fledermaus? Die will mich irgendwie scripten. Da liegen noch Chucks neben dem Pömpel. Ja, aber die sind... Was? Er hat hast du hier eine Banane oder sowas? Eine Bombe, nur hätte ich. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Ist der andere tot? Nein! Die Bombe hat mich eben richtig fies ausgeroller-dashed. Bah, Alter, wie schnell ist der denn? Oh, Slipple! Ja, aber. Nee, ich kann nicht schlagen. Nee. Boah, ich hab noch eine Banane hingeworfen, aber. Wir alle einfach wirbelt. Alter, Kroko strippt. Jetzt. Oh, er rettet ihn. Er hält sich an mir fest! Achtung! Der ist weg. Was, Alter? Ich versuche ihn mir zu holen. Krieg ihn nicht. Vorsicht vom Rand, der will dich in den Rand lotsen. Boah. Das gibt's nicht! Jetzt! Er ist genockt! Ich auch. Boah. Alter! Weg von der Seite, wo du bist! Er ist weg, er ist weg. Ich hab mir gerade die Knarre geholt. Der auf Script, ja.
Ja, das Script Bass ist auch gespielt. Der eine ist von alleine wieder rausgeflogen. Hätt die beiden Krokodile weg. Achtung! Oh. Ich liege hier auf der Katze ein bisschen. Oh! Alter! Die Katze hat mich beim Aufstehen so rausgeflippt. Boah! Die Banane, wie er die weggekickt hat. Boah, was geht denn da ab? Blau und grün da hinten. Aber die sind irgendwie Freunde geworden. Haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen gemeinsam in den Kampf. Boah, der liegt direkt unter ihm, der Slippery Nene. Oh, er ist tot. Ah. Genau auf die Schnauze gechuckt. Alter, die Chucks haben geregelt. Das war ja wieder Omega-Script. Das war auf Omega-Basis. Dieses blaue Krokodil war halt richtig durchgescriptet, aber der Script war zu hoch gedreht. Der ist oft dann mit seinen komischen Tornado-Schlägen zu weit geflogen. Ja, es sind echt belgische Runden, ne? Belgisch? Echt. Dagegen ist der belgische Brückenboxkampf eine sanfte Streichelei. Alle wollen sie den Chroma. Den Chroma-Bomber, ne? Ja, den Chroma-Bomber hoffentlich. Langhaarig. Der ist schon, der hat ziemlich lange Haare und eine Casio gehabt. Das ist Una-Bomber-Style. Das ist richtig Una-Bomber, ey. Und Karo-Hemd. Una-Bomber. War das nicht auch hier bei, Your Pretty Face is Going to Hell? Gab's doch auch diese Una-Bomber-Folge, wo er sich da in dieser Waldhütte versteckt. Was nehmen wir dann? Hast du den? Den sanften, ja. Na, gehen wir sanft rein. Ey, Fafik ist da und Adi. Oh, oh mein Gott, jetzt wird's braun. Adi spielt auch mit. Ey, den hatten wir aber wirklich, glaube ich, schon mal, den Adi. Boah, Alter, Fafik hat mir direkt... Ist mit mir gestorben, hinten liegen Chucks unbewacht. Ich hab eine Adi-Faust gekriegt oder ich bin direkt weggeflogen. Ist das... Na, hinten lagen schön unbewacht die Chucks. Boah, was gehen denn für komische Uppercuts? Hast du es gesehen? Ja, ja. Grün macht irgendwelche Uppercut-Geschichten. Ich meine gelb. Alter! Ja, gelb hat Script. Guck mal, wie der über den drüber rollt und so. Ey, sonst rollt die Bombe, Alter, immer so nach rechts. What? Gelb spielt. Richtig auf Script-Niveau. Irgendwelche indischen... Mausklicker-Scripts hat er, glaube ich. Alter, Don Camillo da, was soll denn das? Mit Full-Focus irgendwie, ne? John Camillo wieder mit Full-Focus. Mach dein Ding, Bruder. Vorsicht. Boah. Das war ein Camillo-Kick. Ja. Der war ziemlich mill. Alter, was er da mit diesem Hund macht, ist... Einigen wir uns darauf, den Hund wegzuschmeißen. Keiner mag Hitler, oder? Boy, beide gestorben. Alter, der Hase, wie er sich da noch hält. Leck mich am Ärmel. Ey, der Hase hat richtig Script an. Vorsicht, der hat Mega-Script. Ja, der spielt auf Script. Rennt er in die... noch eine Banane. Die Banane saved ihn. Ich hab keine Ausdauer. Die hat er sich da hingelegt, absichtlich. Und hat gesagt, ey... Boah, der hat aber gepuncht, ey. Oh, das war auch ein Casio, sag ich. Hab ich eingegeben in die Casio. Ein Casio hat's berechnet, welcher Winkel. Und da machst du nichts, wenn die Casio erstmal berechnet, ne? Alter, was wollen die denn von mir? Warum ich? Alle sofort auf mich. Drei Mann und dann... Oh, jetzt können wir untereinander wieder Spaß haben, Leute. Einer ist schon weg. Was? Alter, abgeprallt Script. Ja, Bounce Script. Ist ganz neu. Die Katze hat schon wieder hier den Piekser. Wurde, also hätte ich nicht gedacht, das wurde gerade erst bei Reddit released vor 2 Minuten, dass sie es jetzt schon nutzen. Ne? Ja. Der läuft doch noch gar nicht auf der Flickflack 9.
Boah. Flickflack-Sales nach diesen Videos wieder hoch. Was? Wie konnte... Ich bin tot. Ich glaube, Gelb gewinnt das wirklich. Die haben sowas von an. Die haben sowas von an. Ja. An. Guck mal, wie Guck mal auch, wie du... Eternal Knocker. Ja, trotz Feuerbrand. Trotz Darmbrand. Für immer genockt. Was, wie er ihn gefangen hat? Ja, ja, aber dafür kriegt er jetzt die Rachekelle. Blau könnte nochmal kommen. Blau könnte nochmal kommen, aber ja, nein, aber er holt teaminterne Probleme. Oh, er holt sich aber einen Knüppel. Er will den Knüppel, aber er kriegt den Knüppel nicht. Jetzt hat er einen Knüppel. Jetzt wird geknüppelt. Oh, teaminterne Probleme. Der Team Internus kickt bei den beiden. Boah, der kickt hart, Junge. Der kickt richtig hart. Da liegen meine Bananen. Direkt eine Zwillingsbanane rausgehauen. Oh, ich habe eine Bombe hingehauen. Der rutscht aus. Die Bombe liegt noch aber da. Teaminterne Probleme. Casio hat berechnet. Der Hase. Oh, der Hase. Das sind Bananen. Boah, das Ballett. Alter, das Bananenballett bringt ihn zum Tode. Das Bananenballett auf der belgischen Seite des Flugzeugs. Ja, damit hat Hitler gewonnen. Guck mal, Bugbett hat einer mitgeschnitten. Das Bugbett. Das gute alte Bugbett. Das gute alte Bugbett, das ist so warm. Ja, aber die hatten Scripts. Das war und sehr fokuslastig. Sehr starke Fokus-Scripts. Meine Casio hat berechnet, dass die anhatten. Ja, die hatten richtig weißt, an. Das heißt, das alte Sprichwort, eine Casio findet auch eine andere Casio. Ja, eben Casio und Hasio. Das passt doch irgendwie zusammen. Da wurde doppelt gescriptet. Ichi-Banane, da wird's ausgetragen. Einige sagen auch, sie wollen das schwarze Loch. Aber die Banane gewinnt. Na, Ichi-Banane. Der finale Itch. Da male ich mir aber direkt den Sack rot an. Ja, den habe ich sowieso immer rot. Lass den immer draußen ein bisschen anfreezen und dann gehe ich wieder rein und mache extreme Hitze am Ofen. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir schon lange nicht mehr? Den hier hatten wir auch schon lange nicht mehr. Samoa hatte ich schon ewig nicht mehr. Ja, Samoa Sharks. Ah. Hast du gesehen, wie der neue Film von Adam Sandler heißt? Nee, Samoa-Mann? Nee, Spaceman. Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Der Trailer sagt einfach gar nichts aus. Das ist doch geil. Das wird bestimmt ein Hit. Das ist Adam Sandler. Der macht immer coole Sachen. Der ist aber auch irgendwie so unbeliebt, ne? Alle hassen Adam Sandler. Ja, für viele ist das halt so albern. Das ist nicht richtig ne, edler Kinohumor. Ich bin schließlich Cineast und sowas gucke ich mir nicht an. Ich bin ein Freund der Blödelkunst. Oh Gott, die Bombe! Boah! Alter! Was? Ey, Fafik ist ja auch noch hier drin. Ey, der Schläger! Ey, das gibt's nicht. Bist du noch da? So, das hab ich noch nicht erlebt. Die Ente, ich bin tot. Die Ente hat mich in der Luft nochmal getötet und hat dann im Gas mich nochmal nachgeprügelt. Die ist da rein und hat gesagt, ich klär das. Diese Ente da, die ist richtig asozial. Was? Wie weit ich auch geflogen bin von dem Self-Kick. Die Schaufel liegt da hinten noch, ne? Ja, Chuck's auch. Hol diese Enten. Diese widerlichen Enten. Ja, der war gut. Noch einer lebt. Der will die Schaufel holen. Da hinten ist eine Banane drin. Vorsicht in der Ecke. Der muss doch mal tot sein irgendwann. Musst du genau auf seinen Kopf schlagen, nur Kopf. Tötet. Ich schlag auf meinen Kopf. Ich werf eine Ablenkungsbanane. Boah, ne. Boah. Ui. Aber die Götter der Casio. Ah, die Casio-Götter. Ich hab so einen kleinen Angelhaken in der Casio mit dem, wie so Spider-Man-mäßig. Die Spinnennetzfunktion, richtig geil, die Casio 12. Ich hab eine Klavierseite in meiner Casio. Klavierisio. Boah, Alter! Es gibt sich, warum hilfst du denn dem... Der hilft der Ente. Glaub's nicht.
diese Ente tot sehen. Nice. Die Ente hat mir aber geholfen, die andere. Agent, Ich will diesen Imperator Duck hier. Aber ich kriege ihn einfach nicht. Der ist auch immer... Ey, eben habe ich dem mit voller Ausdauer einen Torpedo-Sprungkick gegeben. Und es hat den null gejuckt. Er war sofort wieder da. Alter, was ist das für eine Runde hier? Was ist hier los, Alter? Ich bin hochkonzentriert mit dem Super Slappy Hammer. Ich mische ein bisschen die Runde auf hier. Vorsicht. Oh Gott, die Bombe. Ja, aber... Was? Wieso? Oh no, schlägt. Noch, oder? Nein. Da doch. Ja, aber da komme ich nicht mehr raus. Ich wollte dich eigentlich retten. Vor was? Ich hatte den Hammer in der Hand und... Ja, der hangt doch so an dir dran. Da habe ich gedacht, ich... Vor was? Alter, ich hatte den Hammer in der Hand. Egal. Boah, hier, wie sie alle weggeflogen sind. Baller. Mwack. El Poppy Café ist auch da. El Pollo Loco. El Pollo Loco? El Hoyo de Pollo? Das Loch des Huhns? El Hoyo de Pollo? Angreifer. Achtung. Jet Rang. Boah, Alter. Jet Rang hat richtig gut geworfen hier. Jetorang! Na komm her, Agent! Boah, Alter, was ist denn mit dem Elch hier los? Elche sind auch irgendwie fies, diese Christmas-Elche, ne? Ja, Weihnachtselche sind immer gemein. Der ist hinterhergesprungen, hat mich angegriffen. Der ist hinterhergesprungen ins Gas. Ich bin tot. Vorsicht, der kommt. Der hat richtig uns auf der Todesliste. Achtung! Er ist geslippt! Was? Alter, das ist durch ihn durchgegangen. Ja? Leg Bananen hin. Jetzt drauf prügeln. Noch einen geben. Auf den Kopf. Achtung, Bombe. Wie er direkt wieder bei Bewusstsein ist. Aber jetzt controle ihn. Das, komm hoch, Junge. Warte. Hat nichts gebracht. Wenn ich so einen Schneeball anbekomme, bin ich direkt tot. Weil irgendjemand Bügeleisen in den Schneeball gesteckt hat, weißt du aber. Achtung, das Gas kommt. Aber nicht auf deiner Seite, oder? Es ist so schwer zu sehen gerade. Der will sich den Hammer vielleicht snacken. Vorsicht, der macht den Torpedo, Mann. Oh, oh, oh. Boah, das war eine schlechte Entscheidung. 3-0er Banane. 3-0er Banane. Uiuiui, so Leute. Ah, 20 Jahre gealtert. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So ein Bart habe ich bekommen. Am Ende habe ich auf einem alten Nokia meine Scripts gespielt. Auf einem alten Siemens-Handy habe ich meine ersten Scripts gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und... Chulululul.